Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid weiterhin artig in der Quarantäne bzw. zu Hause. Und ich habe wieder mal eine geile Idee, was man zu Hause so machen könnte. Ich habe mich gefragt, warum fange ich nicht an mit dem Frühjahrsputz? Nächste Woche ist schon Ostern und passend dazu könnte man ein sauberes Zuhause haben. Dann würde ich mal sagen, los geht's! So Leute, da es ein Frühjahrsputzvideo wird, wollte ich euch heute gerne meine Lieblingshaushaltsprodukte vorstellen. Und ich denke, wir fangen mal direkt an. Und zwar habe ich hier den Amway LOC Mehrzweckreiniger. You see it? Das Besondere an den Amway-Produkten ist, dass es Konzentrate sind. Und zwar, du kriegst so eine Literflasche nach Hause geliefert. Und für einen 5-Liter-Eimer, das werdet ihr auch gleich in einem Video weiterhin sehen, für einen 5-Liter-Eimer benutzen wir eine Kappe davon. Und das ist wirklich so ergiebig. Dadurch habt ihr bestimmt dieses Haushaltsprodukt ungefähr für 2 Monate. Ja, ich habe mit dem Amway LOC Reiniger ganze Möbeln bei mir gewischt. All meine Schränke, weil ich mag es total, wie er den Staub abwischt und was er für einen frischen Geruch hinterlässt. Dieses Mittel ist rein pflanzlich. Es beinhaltet Kokosnussöl und ein paar ätherische Öle, aber es ist überhaupt nicht penetrant. Den LOC Mehrzweckreiniger, sein Name ist Programm, ist wirklich ein Mehrzweckreiniger, weil ich ihn auch benutze, um meine Pinseln sauber zu machen, meine Make-up-Pinsel, und ihr seht auch, wie gut sie sich reinigen lassen. Und sie fühlen sich danach auch weiterhin so fluffig an wie bisher. Also manche benutzen auch den Mehrzweckreiniger als Weichspüler. Ich habe es persönlich noch nicht getestet, aber ich habe davon nur gute Erfahrung gehört. Und da er ja rein biologisch ist, schadet es auch auf jeden Fall gar nicht den Händen. Die werden nicht so rau wie von bisherigen Waschmitteln und das merke ich einfach auch selbst. Wie gesagt, testet ihn mal aus und macht euch selbst ein Bild davon. So, meine Lieben, weiter geht's mit Haushaltprodukt Nummer 2. Auch wieder von Amway und zwar heißt es Zom. Das ist ein krasser Fettlöser und eigentlich kriegt man damit super chromsauber oder halt die Armatur vom Badezimmer. Nur ich habe es geschafft, mit diesem Mittel meine Armatur im Badezimmer ein bisschen zu schrotten. Ich mag es total, wie danach Türgriffe oder die Armatur glänzt, also vom Waschbecken der Wasserhahn glänzt. Jedoch habe ich es zu lange einweichen lassen. Ich glaube, ungefähr 10 Minuten drauf gesprayt und drauf gelassen. Dieses Mittel ist aber jedoch so hoch konzentriert, dass man das bei dem nicht machen muss, vor allem nicht bei der Armatur. Ihr könnt das höchstens aufsprayen und danach am besten sofort wegwischen. Ich spreche jetzt von Armatur. Bei Plastik ist das wieder eine andere Sache, weil ich habe mein Innengehäuse, wo meine ganzen Make-up-Artikel drin liegen, in meinem Schminktisch, habe ich auch mit dem Zom einweichen lassen. Da habe ich das Mittel auch über eine Stunde einwirken lassen. Ja, das waren nur sehr hartnäckige Make-up-Flecken, deswegen ging es sehr schwer ab. Ich glaube, hätte ich das mit dem Zom einweichen lassen und über Nacht stehen gelassen, dann hätte ich alle Make-up-Unreinheiten wegbekommen, also Make-up-Reste. Das Mittel ist sonst mega gut geeignet für Türen und Türrahmen, hartnäckige Flecken an Türrahmen oder die Türklinken, Griffe. Das glänzt danach wundervoll. Ich habe auch an meinem Fensterbrettchen das sauber gemacht. Da ist ja eine Steinarmatur und die habe ich auch mit dem Zom gereinigt. Ja. Ansonsten ist es eigentlich für alle Gegenstände geeignet, nur man sollte es auf manchen Sachen nicht zu lange drauf einwirken lassen. Das Zom ist wieder ein 1-Liter-Konzentrat und ich verdünne es natürlich in einer Sprayflasche.
Und ihr seht auch schon, man braucht dabei echt wenig Konzentrat. Ich verdünne es wirklich sehr mild und das reicht auch schon, um die hartnäckigen Flecken zu lösen. Weiter geht's mit einem Glasreiniger. Ich habe den stinknormalen von Denkmit. Damit wasche ich all meine Spiegel. Ich überlege, ob ich den behalte oder ob ich mir demnächst auch nochmal einen von Amway bestelle, weil Glasreiniger haben die auch. Und das ist wieder praktisch, dass es ein Konzentrat ist und man das wieder verdünnen kann und man dann halt länger was davon hat. Also ich könnte das mir verdünnen, auch in so einer 1-Liter-Flasche, dieses Glasreiniger-Konzentrat. Und dann habe ich das für mehrere Monate. Aber so habe ich das jetzt einfach benutzt, weil das erfüllt seinen Zweck, ne? Ich benutze das für meinen Spiegel, vor allem für meinen Schminkspiegel und für die Glasfläche an meinem Schminkspiegel benutze ich auch diesen Reiniger. Und wie gesagt, da waren keine großen Flecken im Nachhinein. Ich bin auch nochmal rübergegangen mit dem Lappen, der im LOC-Wasser war und es hat auch gar keine Streifen hinterlassen. Ja, Leute, das zu meinem Glasreiniger. Kommen wir jetzt mal zum Bodenwischen. Eine Sache, die besonders problematisch bei mir ist, weil ihr wisst ja meine Probleme mit den Händen. Ich habe ja auch extremes Rheuma in den Händen. Das heißt, ich kann nicht eben diesen normalen Bodenputzlappen nehmen und den dann komplett auswringen. Das ist gar nicht möglich. Deswegen war das für mich die Entdeckung. Und zwar meine Swiffer-Tücher. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Entdeckung gemacht habe. Denn das sind nasse Swiffer-Tücher, die man auf den Boden legt und dann eben alles wischen kann. Es ist auch sehr praktisch, weil man kommt auch wirklich durch diesen Swiffer-Stab in jede Ecke und ja, findet manchmal auch ein oder andere Sache unter den Schränken dadurch. Und das sammelt nicht nur den Dreck auf, sondern auch den Staub. Und es hinterlässt ein wahnsinnig tolles, frisches Gefühl im Zimmer. Ich merke es immer noch. Es ist schon ein paar Tage her. Vorgestern habe ich, glaube ich, damit hier geputzt in meinem Zimmer. Und es ist so wahnsinnig angenehm. Es ist wieder kein penetranter Duft, sondern einfach wirklich eine angenehme Frische. Als hätte man hier so krass durchgelüftet in meinem Zimmer. Ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen. Mir ist es eine wahnsinnsgroße Haushaltshilfe. Und ihr findet die Swiffer-Tücher eigentlich überall. In Edeka, bei DM habe ich die gesehen und sogar bei Action. Ja, da habe ich nämlich, ich glaube, das war ein 20er-Pack. Ja. 24 Stück sind hier drin und dieses Pack habe ich, glaube ich, aus Action. Eine mega tolle Haushaltssache, die mir sehr geholfen hat und sehr hilft. So, meine Lieben, das war's jetzt mit mir von meinem Frühjahrsputz. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Produkte euch am meisten gefallen haben. Und was sind eure Haushaltsprodukte, die euren Alltag um so einiges erleichtern? Das wäre mal sehr interessant für mich zu hören. Und das war's jetzt von mir, von meinem Frühjahrsputz. Und wir sehen uns dann diese Woche noch in neuer Frische auf meinem Kanal.